Hände hoch, wer sich noch für schnelle, stupide Action begeistern kann. Na, wusste ich doch, dass ich nicht allein bin. In einer Zeit weit, weit vor Call of Duty Modern Warfare, um genauer zu sein im Jahr 1995, sah arkadige Baller-Action noch anders aus. Ja, yeah, das nenne ich arkadig. Zieht euch das rein. Bam, bam. Die. Fuck yeah. Sega hat Herz gezeigt und all den Arcade-Junkies wie mir ein herrliches Lightgun-Double-Pack spendiert, das einen direkt in die Mitte der 90er zurückversetzt. Genau in die Zeit, wo ich selbst vor einem dieser Automaten stand mit den riesen Uzzis, aber ihn leider nicht spielen konnte. Nicht, weil ich nicht durfte, nein, weil er kaputt war. So kam ich leider nie in Genuss, selbst Hand an diese riesen Controller zu legen. Generell dachte ich, dass ich diese beiden Spiele nie spielen kann, von denen in der Videogames 2001 so geschwärmt wurde. Deshalb nochmal danke Sega. In dem so schlicht betitelten Action-Hits-Pack schlummern zwei nicht allzu bekannte Sega-Automaten, die sich aber bei weitem nicht hinter Größen wie Woodshock Cop oder House of the Dead verstecken brauchen. Nicht allzu bekannt deshalb, weil Gunblade New York und LA Machine Guns eben nie außerhalb der Spielhalle veröffentlicht wurden, zumindest bis zum Jahr 2010, wo sie zusammen auf einer Disc für Nintendo's Wii erschienen. Das erste Spiel, das wir uns anschauen, ist Gunblade New York und erschien, wie schon gesagt, 95 in den Spielhallen dieser Welt und verblüffte mit seiner genialen Action, den schnellen Kamerafahrten und dem leicht zu beherrschenden Gameplay. All das, was einen guten arcadigen Shooter auszeichnet. Eben die heilige Dreifaltigkeit der guten Arcade-Titel. Wir schreiben das Jahr 2005. Fiese Terminator-Terroristen wollen New York sprengen und... Ja, bla. Wen interessiert die Story, ganz ehrlich? Wir sind hier für die Action, Mann! Und die wird hier groß geschrieben. Euch steht Dauerfeuer ohne Nachladen zur Verfügung, um diese Möchtegern-Terminator zu Klump zu schießen. Nebenbei habt ihr drei verschiedene Schüsse, durch die ihr schalten könnt. Einen schnellen mit wenig Schaden, einen Heavy für mehr Schaden, aber mit langsamer Schussfrequenz. Und einen Three-Way für Gruppen, aber den finde ich irgendwie... meh. Und das war's auch schon mit der taktischen Note. Aber mehr braucht man auch nicht in einem Game, wo Dauerfeuer angesagt ist und man sowieso nie nachladen muss. Deswegen permanent draufhalten und fertig. Es stehen euch drei verschiedene Modi zur Auswahl. Einmal der normale Arcade-Modus, der schwere Arcade-Modus und der Score-Remix-Arcade-Modus. Der normale und der schwere sind im Grunde das eigentliche Spiel und unterscheiden sich halt, wenn dann, von den Endgegnern und von den Locations her. Im Grunde muss man sowieso beides gespielt haben, um sagen zu können, ja, man hat das Spiel durchgespielt. Warum man das Ganze in zwei separate Sektionen geteilt hat, weiß ich nicht. Aber ich habe auch damals nie in Automaten gespielt, von daher, irgendwie finde ich den schweren auch nicht wirklich schwerer. Der Score Remix Attack Mode ist eine coole Sache für zwischendurch, wenn man Freunde am Start hat und einfach hingehen möchte und sich ein bisschen in einem guten Spiel messen möchte. Wer am meisten Punkte macht, etc. Ihr habt drei Leben zur Verfügung und immer eine Minute Zeit für jeden Abschnitt. Und das heißt, so schnell und so viel wie möglich Punkte machen, wie geht und so weit wie möglich zu kommen. Der 1998 erschienene Nachfolger LA Machine Guns spielt natürlich, wie der Name schon sagt, in LA. Dort wurde der Präsident gefangen genommen von denselben komischen Blechköpfen wie schon aus dem ersten Teil. Und ja, wie auch immer, wir gehen wieder hin, knallen die ganzen bösen Affen ab und yeah, retten die Welt. Das ist Story, Mann. Das ist richtig gute Story. Im Grunde hat sich nicht viel verändert, abgesehen von der echt schicken Grafik, wie ich finde, ist das Spiel seinem guten Spielprinzip auf jeden Fall treu geblieben. Ihr habt immer noch drei Waffensysteme. Jedoch habt ihr nun ein Kombosystem, welches euch erlaubt, je länger ihr Treffer landet, umso höher wird euer Score. Das heißt, wenn ihr eine ganze Zeit lang keinen Gegner zu fassen bekommt, sinkt euer Score leider. Wie schon gesagt, es hat sich nicht wirklich viel verändert vom Spiel her, abgesehen von der Grafik. Und ich glaube auch, das braucht es gar nicht. Denn das Spiel spielt sich einfach wunderbar, genial und arkadisch. Und genau so soll es sein. Die hübsche Grafik ist natürlich der größte Pluspunkt des Spiels und was AM3 hier aus der genialen Model 3 Technik rausgeholt hat, ist schon ziemlich beeindruckend, wie ich finde.
Im Gegensatz zum Vorgänger hat LA Machine Guns leider keine weiteren Extra-Modi bekommen, was ich ein bisschen schade finde, denn ein einfacher Trainingsmodus oder nochmal ein Skull-Tech-Mode hätte das schon ein bisschen mehr aufgewertet und ein bisschen mehr Abwechslung in die ganze Sache reingebracht. Ihr dürft halt hingehen und eure vier verschiedenen Stages des Arcade-Moduses selbst auswählen, selbst bestimmen, mit welchem ihr anfangt, mit welchem ihr enden wollt. Aber das ist ein bisschen wenig in meinen Augen. Also es dürfte auf jeden Fall mehr drin stecken als das, was drin ist. Gerade Lightgun-Shooter, die eben halt sehr, sehr kurze Spielzeiten für zwischendurch bieten, werden um einiges besser aufgewertet, hätten wir eben halt noch mehr Zusatzmodi spendiert bekommen oder eben halt einen Anreiz, um gewisse wirklich sinnvolle Sachen freizuspielen. Aber egal, wir können uns glaube ich damit zufrieden geben, dass man hier zwei außenstehende, absolut unbekannte Sega-Arcade-Automaten bekommen hat und ich finde, das ist in Ordnung. Vor allem das Spiel ist super, super günstig zu schießen. Ich glaube, ihr habt es für 5 bis 10 Euro schon in der Hand und wenn ihr wie ich ein Herz für Lightgun-Shooter habt, dann solltet ihr das Ding auf jeden Fall längst in der Sammlung haben und all diejenigen, die sich vielleicht durch dieses Review hier angesprochen fühlen, sollten zuschlagen, denn das Game ist verdammt nochmal super günstig. Also, keinerlei Ausreden, kaufen. Natürlich ist die Grafik heutzutage mehr als in die Jahre gekommen, das kann man einfach nicht bestreiten. Danke 90er Jahre, Frühzeitpolygone. Man muss es aber einfach sehen, wie es ist. Es war einfach eine andere Zeit und zu der Zeit, als sie rausgekommen sind, sahen sie einfach genial aus. Und so etwas konnte keine Konsole auf die Mattscheibe zaubern. Wo Arcades heutzutage nur noch von Nostalgikern und eingefleischten Fans wie mir besucht werden, wenn vorhanden, spielen sie bei jüngeren Leuten eben einfach keine Rolle mehr, da die Konsolen von heute einfach so leistungsfähig sind und die Arcades als Glaskugel nicht mehr gebraucht wird. Aber das ist ein Thema für ein andermal. In dem Sinne kann ich einfach nur noch sagen, kauft das Ding, das ist absolut geniale Action für zwischendurch, immer mal wieder reinhauen. Ich spiele es am liebsten bei ein, zwei Bierchen zum Wochenende oder so hin. Hammergenial. Deswegen Leute, haut mir rein und bis densen. Game over.